auf. Aufnahme starten. Aufnahme ist gestartet. Ausrüstung, so. Zubehör. Jawohl. TG, möchtest du mal die Anleitung sprechen? Nee. Echt nicht? Nein. Okay. Chat, ihr habt's gemerkt, der TG möchte das nicht. Der kann sowas nicht. Okay. Hallo YouTube, mein Name ist Jim Panse und ihr seht eine weitere total spannende, überflüssige Runde. Sag Stopp, habe ich überflüssig gesagt. Mit dabei ist der durchgespielt. Hallo TG, wie geht's dir? Hallo Jim, na, schön schon wieder hier zu sein. Ja, zweite Runde, zweite Folge. Jeder kann nochmal, jeder darf noch nicht oder wie auch immer. Ist aber auch egal. So, Leute, ich warte schon wieder drauf. Die erste Stopp-Aufgabe hat dieses Mal der Chat. Wir nehmen das nämlich hier gerade lustig im Livestream aus und die gucken mich schon wieder an, als ob ich das Video alle auf dem Baum hätte. Also, wir warten auf den ersten User, der im Chat Stopp sagt, damit wir, ja, das ist General JTM, hat er den ersten Mal. Ich hab gleich gedrückt. Ja gut, ich habe jetzt einfach mal M5K. Alter, ey, einmal mit Profis TG, ne? Ja, so, ist ja gut. Ich habe die G36C. TG, möchtest du jetzt einmal Stopp sagen? Unbedingt. Ich gucke zur Seite. Und ich auch. Und zwar Stopp. Infrarotvisier. 3,4-fach. Das muss nicht so schlecht sein. So, Hurst, bist du noch da? Ja. Dann sag doch bitte noch einmal Stopp. Stopp. Zweibein. Laserpointer. So. Und die letzte Ehre gebührt mir als Videoaufzeichner, Inhaber des Kanals und Livestream des Todes, Veranstalter. Ich sag mal ganz einfach Stopp. Schalldämpfer. G36C mit Infrarotvisier, Zweibein und Schalldämpfer. Ich bin so von niemals dagewesener, unversiegbarer Freude. Das könnt ihr euch quasi gar nicht vorstellen. Ich lege jetzt mal direkt los. Mündungsdämpfer. Also M5K, 3,4-fach Scope, Laserpointer und Mündungsdämpfer. Hui. Ja, läuft bei dir, ne? Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Sehe ich gleich. Ja, du, ey, Alter, ich habe einen Schalldämpfer und das Infrarotvisier, ja? Das sind. Also. Man kann jetzt darüber sagen, was man will. Infrarotvisier ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Alter, geh doch, sterb doch einfach. Aber gerade in Kombination mit dem Schalldämpfer auf der G36C habe ich persönlich eher jetzt das Gefühl, als ob ich mit Platzpatronen schieße und die Gegner einfach nur aus Respekt vor mir zwischendurch mal umfallen. Aus Angst meinst du? Ja. Deswegen, oh, legen wir uns mal besser hin. Wer weiß, ob er das ernst meint. Doch schon der erste Kill. Immerhin. So, und jetzt lege ich mich hier so hin. Weil ich habe ja auch noch ein Zweibein dabei. Zweiter Kill. Alter, ich sehe hier nicht mal. Ich habe den Typen da vorne nicht mal gesehen. Weil er einfach, ne? Sterb doch, Alter. Sterb doch. Fuck! Also ich prophezeie, dass das hier keine besonders hochwertige Folge Sag Stopp wird. Und ich werde sie auch zwischendurch mal als zweite oder dritte Folge an einem Tag mal hochladen. TG. Ja, ha? Genau. Das ist eine sehr gute Idee. Ich finde das super. Komm, messer ihn doch. Jawoll, weggemessert den Affen da. Nein, da steht noch. Oh, Schimpanse, nein. Ah, der TG, wo bist du? Lass dich T-Bank, du bist weg. Ich bin weg, wie? Ich bin weg. Ja, du warst, bist gerade irgendwie, ich habe dich gerade nicht mehr gesehen. Okay. Alter. Also das Infrarotvisier mag ich ja eigentlich schon sehr gerne, aber ich muss ganz klar sagen, in dieser Konstellation, Zweibein, G36C, das eigentlich eine reine Durchlaufen- und Kaputtmachen-Waffe für mich ist, mit Schalldämpfer, das ist schon hart. Nein! Ach, Battle King! Grr. Vor allem, also ich glaube, ich werde jetzt hier Suppression Master auf dem Server, weil ich habe so das Gefühl, ich mache fast keine Kills mit der Waffe. Also Kills schon, nur die M5K hat ja einen riesen Nachteil, dass du quasi nicht großartig. Ah Gott, ey, Himmel, Arsch und Tieren. Nee, was hat die denn für einen Nachteil? Sag's, komm, sprich dich aus, kein Problem. Ja, komm, den Abzug gedrückt, ist ja schon leer. Ja, das stimmt allerdings. Allerdings, die M5K mag ich wirklich sehr gerne. Du hast meine fast absolute Lieblingswaffe in Battlefield 3. Echt? Weil in Battlefield 3 habe ich noch eine Lieblingswaffe. Oh, das scheint die M5K zu sein, würde ich sagen. Sie ist eine von den Waffen. Eine von den, sag ich mal so. Von den 12 Millionen Waffen, die es in Battlefield 3 gibt. Na, er stirbt natürlich nicht. Himmel. Also ich hab. Ach, wieder er. Ach, Manno. Mann. Ah, Leute. Jetzt prangere ich an. Was du alles schon wieder anprangerst. Ich prangere diese Runde hier an. Diese Runde ist angeprangert. Fühle dich angeprangert, du Runde.
Dafür habe ich den Handycreak gerade noch erwischt und das muss ich ganz klar sagen, ist auf meiner Haben-Seite. Kann man nicht anders sehen. So, und falls ihr euch wundert, wieso wir das in diesem komischen Format aufnehmen, heute mal ohne Facecam und so weiter, das ist live aufgenommen worden bei meinem letzten Livestream. Also ich hoffe, dass ich es so früh hochlade, dass es noch der letzte Livestream war. Ja, Messerkill. Richtig schön, richtig schön. Und da hatten im Prinzip alle User hier die Möglichkeit, die schnell genug auf dem Server waren, jetzt hier bei dieser ganzen Geschichte mal mit dabei zu sein. Für mich persönlich ist das ja nichts Ungewöhnliches, wenn ich hier mal eine Aufnahme mache oder sowas. Aber ich habe schon verstanden, dass der ein oder andere das zwischendurch mal ganz gerne mitmachen würde. Also. Ey, ohne Scheiß. No. Ey, ohne Scheiß, das ist so kacke. Das ist so eine schöne Waffe, aber es ist so kacke zu spielen mit dem Setup. Ach, Himmel, Arsch und Pimmelzeug, Penis, Sack, Küche, Flur. Sagst du schmutzige Dinge? Ich sage schmutzige Dinge. Vor allem die Pimmel, ne? Nur mal so den Ball noch reingeworfen. So, Leute, im Chat steht gerade, warum Ikor nicht mit dabei ist. Wir haben Ikor am Anfang nicht angerufen, aber wir haben ihm am Anfang eine Nachricht geschrieben von wegen, hey, hast du Bock beim Stream mit dabei zu sein? Und so weiter und so fort und so fort. Und er hat sich nicht gemeldet. Der Schwein. Ja, echt, der Schwein. Der Schwein, der. Dreckschwein. Alter, ja. Läuft hier. Deswegen müsst ihr heute mit mir hier klarkommen. Ja, echt. Oh, Double Kill. Schön. Und Jim war dabei. Ja. Jim war live dabei, als er mit der G36C Schalldämpfer, Zweibein und Schall, warte. So, schön wegeliminiert hier den Turrican gerade nochmal. Läuft, wa? Muss man auch ein bisschen, oh fuck, auf einmal steht, ey, auf einmal steht ein alles voller Gegner da mal bei Battle dir. King, was war das denn? Alter, oh, von wo? Da. Würdest du dein Setup, so wie du es jetzt gerade spielst, weiterempfehlen, TG? Ich würde ein anderes Scope auf jeden Fall draufsetzen. Dieses 3,4-fach, das war. Ja. Irgendwie Cobra, Holo, irgendwie sowas. Rotpunkt. Und aber dann läuft's? Dann läuft's, ja. Dann wäre ich jetzt hier. Ach. Ne? Dann bräuchte ich die gar nicht mehr mitspielen. Ihr würdet nur weinend in der Ecke sitzen. Ah, verstehe ich. Und hoffen, dass ich euch nicht finde. Aber ich muss auch mal langsam die Power von meinem Zweibein ausnutzen. Zum Beispiel hier. Ja, der hatte gar keine Chance, ja. Der ist so schnell in Deckung gegangen. Na? Wo sind sie? Ja, Kill gemacht. Wo sind sie? Erwischt. Ach komm. Mach hin, Alter, vier Hits gemacht. Er kippt einfach nicht um. Also ich behaupte einfach mal, wenn entweder das Infrarotvisier oder der Schalldämpfer nicht drauf ist. Eins von beiden muss weg, dann kann man mit dem Setup hier richtig was rocken. Aber so in dieser Konstellation hier hebt sich das beides irgendwie auf. Also es ist irgendwie, ich habe so das Gefühl, du schießt mit Platzpatronen, Gegner, die weiter weg sind, siehst du sowieso nicht. Eigentlich müsste sich das sogar ergänzen, aber es tut es irgendwie bei mir gerade nicht, wie man hier offensichtlich gerade sieht. Irgendwie am Stissel. So. TG, jeder noch drei Leben? Ja. Double Kill. Warte mal, ja? Ich bin doch gerade im Gefecht hier. Mensch. Alter. Ja, ich stand schön an der Seite. Zwei Leben habe ich noch, Tegel. Nein, ich hab noch drei. Immer noch drei. Nein. Oh, knapp. Noch 2%. Wie, der ist nicht tot. Wo ist er? Alter, blockieren die mich da gerade. So, ein Leben habe ich noch, zweites habe ich verloren. Oh. Entweder kennt mich besser als du. Ja, definitiv. Nein, ich will gar nicht sagen, dass du kämpfst. Ich will nur sagen, ich darf nicht auf den Chat achten, weil ich dann abgelenkt bin. Mich zu leicht ablenken lasse. Ja, das mache ich auch. Das Problem ist mich auch, deswegen gucke ich da gerade auch nicht hin so richtig. Hab zwar gerade schon Dinge gelesen, über die ich mich gleich kümmern darf, aber nicht so, nicht jetzt. Ich glaube, die Nate-Spam muss so, gerade kaputt. Noch zwei. Ich werd gemessert und doch nicht gemessert, weil ich ihn noch. Ich meine, ich habe mein letztes Leben verloren. Ich hab noch zwei, aber du kannst ja schon mal, ne? Ich werde dann schon mal mein Video beenden, heulend mich in die Ecke heulend zurückziehen, etc. Mach das mal. So Leute, das war eine spannende Runde. Sag Stopp zusammen mit dem TG alias durchgespielt. Hallo, nein, TG. Noch ein Leben. Ich bin in die Granate gerannt. Ah,
Also mein Setup kann ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Ich würde sagen, entweder den Schalldämpfer runter und oder das Infrarotvisier. Die G36C ist so eine schöne Waffe, die macht richtig Bock, aber in dieser Konstellation absolut überhaupt nichts. TG hatte ja wiederum mit seinem M5K-Setup hier einfach nur den Jackpot gezogen. Und ihr könnt euch das natürlich auch auf seinem Kanal angucken. Und jetzt freue ich mich natürlich über Kommentare, Bewertungen, Teilen des Videos. Und vielleicht schaffen wir es ja damit auch auf die YouTube-Startseite. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich halte wieder mein Ironieschild in die Hand. Genau. So, mein letztes Leben ist damit auch vorbei. Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Jim Panzo und ich sage Tschüss. Und TG hat das letzte Wort. Tschüss. Das war's. Das war das letzte Wort. Möchtest du, dass ich was noch in deiner Aufnahme am Ende sage? Nein. Nein? Nein. Okay. Tschüss. Tschüss, TG-Zuschauer. Tschüss. Tschüss, Jim. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss. Haust du doch ab. Geht. So, das war eine...